wir dann wissen, wie spontan der Bewohner in der Schweiz ist. Und um das herauszufinden, haben wir einfach mal so schnell den Schweizer Spontanitätsindex erfunden, den sogenannten SSI. Im Auftrag von der IKEA gehen wir jetzt von Wohnung zu Wohnung und schauen mal, ob uns die Bewohner ihr heiliges Wohnzimmer reinlassen. Das Ganze natürlich unter einem kleinen Vorwand. Fangen wir mal ganz harmlos an. Wir machen schon einen Stock auf jetzt. Mal schauen. Jemand ist schon daheim. Genau. Oh, geht's wohl, geht's wohl. I just need to keep my whistle wet. Dann möchtest du eine Pause machen, geschwind ein. Gar nicht so einfach. Die wollen doch nur kurz ausruhen. Hallo, guten Tag. Also, sie dachte, ich nicht im Moment sitzen bin. Ja, das ist gut. Ja, das ist kein Problem. Immerhin 17% haben ein Herz für unsere Ladies. Aber aller Anfang ist bekanntlich schwer. Also fangen wir doch mal ganz klein an. Es ist früh am Morgen und ich bin hier mit ganz, ganz vielen Kindern. Und wir wollen schauen, ob wir können zu den Leuten ins Wohnzimmer hineingehen, ob sie so spontan sind und uns alle reinlassen. Also, wer will die letzte drücken? Ich. Fest drücken. Ich will nur kurz ins Wohnzimmer schauen, reinschauen. Ist wirklich blöd. Er struckt. Okay. Da ist gar niemand da, das ist richtig, ja. Mach der, dann kommst du zu. Ich bin drin. Guten Tag, grüezi wohl. Wir haben eine kleine Exkursion mit den Kindergärten. Ja, nur schnell schauen. Nein. Gar nicht? Okay, gut. Kommen schon. Die wollen doch bloß rumschauen. Schlappe 10% Erfolg für unsere Kleinen. Hallo, ich wohne in dem Haus, ich habe meinen Schlüssel verloren. Kannst du die Tankstelle aufmachen? Wir sind mal gespannt, ob vielleicht die Prominenz die Tür öffnet. Unser Vorwand ist, wir sind eine Filmcrew und wir müssen unbedingt ein Interview fertig führen. Vor Minuten, mehr brauchen wir nicht. Nein, tut mir leid, effektiv nicht. Wir haben jetzt leider wohl ein bisschen zu viel Lernen gehabt. Und schon eine kurze Szene daher. Also ein kleines Interview. Wäre das möglich? Ja. Super, dann musst du nicht kommen. Ja. 40% der Wohnzimmer sind uns offen gestanden. Wir sind wohl einfach nur zu brav. Aber wir können auch ganz anders. Darum haben wir eine Rockband gegründet und sagen, wir müssen unseren neuen Videoclip drehen. Mal schauen, wie die herkommen. Wir brauchen verschiedene Stuben. Und wir machen das bei fremden Leuten zuhause. Und wir wollen fragen, ob wir dafür in deine Stube reinkommen, zum Szene drehen. Nicht? Nein, ist gut. Danke. Merci. Ciao. Wer ist spontan genug für unsere Buben? Man braucht vielleicht 5 Minuten, um das zu drehen. Ja, nein, ist gut. Ist gut? Ja. Schön, ja. Wie viele sind die? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Die Schweiz mag eindeutige Rockmusik. 36%. Dann legen wir jetzt noch einen drauf. Oder zwei. Oder drei. Der EHC-Kloten sollte heute gewinnen! Wir müssen die letzten 10 Minuten von unserem Match schauen. Okay. Ich war bei meinem Kollegen daheim, jetzt ist der Fernseher kaputt gegangen, leider bei ihm. Wir waren gerade im Eishockey schauen. Mhm. Es laufen noch 10 Minuten, Eishockey. Haben Sie im Fernsehen? Dem hat niemand gerechnet. Das Ding-Dong-Experiment ist eindeutig. Kinder und Senioren müssen draussen bleiben. Für alle anderen gilt, hereinspaziert. Wir würden sagen, das macht 3,8 Punkte auf dem Schweizerischen Spontanitätsindex. Herzlichen Glückwunsch, liebe Schweiz. 4, 3, 2, 1.